Auftaktrennen zur heutigen V7-Wette, meine Damen und Herren. Das ist der zweite Lauf zur Wetzlar Amateur Trophy. Noch einmal die Information: Garantieauszahlung 30.000 Euro und darin inkludiert ist ein Jackpot von 13.742 Euro. Parade wird angeführt von Kingston Ranker Jörg Hafer, die Startnummer 3. Dahinter die 1 Amaxa Silvia Raspe. 2 ist Nichtstarterin, die 4 folgt Ghost Rider MC mit Markus Marx. Dann geht's weiter mit der 7 Italian Dynamite und Paul Hustreter. Die 11 dann schon Wizard Katharina Kramer. Es folgt die 5 Ondra mit Immo Müller. Die 6 Esther Heinrich Bramlage. Startnummer 10 dann I'm Your Nightmare mit Johann Nils. Die 5 Ondra, Immo Müller, die 6 Esther mit Heinrich Bramlage, die 7 Italien Dynamite, Paul Kuhstreter, die 8 Inas Stone, Tom Carton, die 9 Coco Chanel, Rodion Elkenhoff, die 10 Iron Nightmare, Johann Nils und die 11 Wizard Katharina Kramer. Meter sind es jetzt noch bis zum Start und die Prüfung ist jetzt in diesem Moment ab und Ondra hat den besten Start erwischt. Inas Stone von ganz außen ist auch blendend angekommen, hier gleich an zweiter Stelle zu sehen. Dann sehen wir Kingston Ranker an Position 3, Esther außen, Amaxa an der Innenseite vor einem Your Nightmare und so geht es jetzt in Mitte des ersten Punktes am Casino vorbei. Ondra an die Spitze, eine Runde vor Kingston Ranker, Innenstone wird zurückgenommen. An der Innenseite ist Amaxa, viertes Pferd mit einem Nightmare im Rücken, die zweite Spur. Angeführt von Inas Stone, dahinter hat Esther Platz genommen an Position 5. Und dann folgen Coco Chanel, Ghost Rider MC, Wizard Alien und die Titan Dynamite. 18 haben die jetzt in der Zwischenzeit, jetzt geht die wieder runter und auf. Kingston Ranker dahinter und Amaxa ist wieder aus seinem Spur unterwegs. In zweiter Position unter Inas Stone, ein Nightmare aus dem Esther, gefolgt von Coco Chanel, Wizard Alien und die Titan Dynamite. Mehr oder weniger fahrweise geordnet in den Hesslerbogen hinein. Ondra sorgt weiterhin für die Fahrt. Amaxa außen und Bienen Kingston Ranker dicht dahinter auf den Plätzen 2 und 3. 18,8 war die erste, 18,8 auch die zweite Zwischenzeit. Ondra hat sie ausgelöst und Ondra führt auch weiterhin auf der Überseite das Feld an. Amaxa in der äußeren Spur
mit Elenda, Kingston, Duranka, das sind die ersten drei Pferde, Rang 4 gehört aus in Innerstone. Elendan, einmal Nightmare, an fünfter Position zu sehen mit Wizards. Dann der Wizard, Esther, Italian Dynamite und Poco Chanel, Postwalder FC, der zum Schluss des Feldes in dritter Station mit dem Motorsport den Platz zu verbessern. Auf dem Weg in den letzten Problemen noch die Kämpfe, Aura, Hamaxe außen, leicht allerdings ran. Dritte Zwischenzeit 17-3. Fehler im hinteren Teil des Feldes von Poco Chanel, während seiner Außenseite ist Postwalder FC durch die dritte Spur bis an die dritte Position aufgetaucht. Innen auch ganz direkt noch dabei, dahinter ein Zinsan ist jetzt gereinigt, da Max außen attackiert und hat jetzt einen knappen Vorteil gegen immer Ghost Rider MC, der außen nachsetzt, der Innenseite online nicht mehr steigerungsfähig, aber Amaxa ist den Vorteil. Ghost Rider MC kommt etwas näher, eine Marke wird ausgesetzt, ganz außen ist auf Amaxa ist vorne. Amaxa mit Silvia-Raste, an den Leichtsieg gleich dahinter, Ghost Rider MC auf den zweiten Platz, Kingston wird der Vertreter und dann innen hat ihn noch Italien da einmal stellen, und dann vor Rang 4, dann Inas Stone, 17-8, die letzte Zwischenzeit. Böhnisch, Trainer ist allerdings der alte Reinier Fehlers und zum Sieg gefahren wurde sie von Silvia Raspe. Amaxa, eine wirklich positive Neuerscheinung aus Frankreich, hat uns schon bei den ersten Starts hier sehr gut gefallen und heute gab es dann das vorläufige E-Tüpfelchen und wir freuen uns auf das Interview mit Marco. Ja, ich freue mich auch auf das. Ich versuche leiser zu sprechen, geh mal. Ja, es ist, glaube ich, ganz so einfach. Herzlichen Glückwunsch, Silvia, warte, ich versuche mal mitzulaufen, aber ich bin nicht der Fitteste. Warte, ich komme. Herzlichen Glückwunsch, das ist eine feine Stute, ich habe im Vorfeld gesagt, die wird immer besser. Auf jeden Fall, die wird auch immer reifer und jetzt hat es mit dem Autostart eigentlich auch ganz gut verstanden. Trotzdem war ich eigentlich ein bisschen blöd, ne? Ich habe gerade gesagt, weil das letzte Mal, da wäre ich jedes Mal das Risiko aus. Einmal ganz kurz, ich scheue es im Zehntrennen nicht in ihrer Mühe. Ich habe wirklich Meinung von der Fan, aber irgendwie fehlt das noch so ein bisschen in der letzten Kinder. Ja, ich hoffe, dass ich mir das recht. Das ist nicht allzu einfach, aber ich hoffe, dass ich mir das recht. Von unserem Glück, kannst du nicht arbeiten, daran sollst du nicht scheitern. Wir drehen jetzt um. Ich kann nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch, Silvia. Herzlichen Glückwunsch an Sven Böhnisch, habe ich richtig gehört. Und an Rainer Fehler als Trainer. Gratulation, Silvia. Und jeden Applaus bitte. Ist die 1 Amaxa mit Silvia Raspe, zweiter wurde die 4 Ghost Rider LC mit Markus Marx und dritter die 3 Kingston Ranker mit Jörg Hafer. 1-4-3, vierter dann die 7 Italian Dynamite, fünfter wurde die 10 I'm Your Nightmare und sechster die 8 Inas Stone. Die Siegzeit von Amaxa lautet 1-18-3 und die Stute gewann am Ende leicht mit 2,5 Längen. Die weiteren Abstände waren 1,5 Längen, eine Länge, ein Hals und ein kurzer Kopf. Quoten dazu, auf Sieg gibt es 1.